Also es besteht die Idee des Präsidiums, unterstützt durch den Universitätsrat, einer Fakultätsneugliederung, ein Aspekt, der nie thematisch mit dieser Fakultät inhaltlich besprochen wurde. Aber die Zukunft, ja, ich will es ganz konkret machen, ich will da gar nicht theoretisieren. Dieses Sparprogramm des Präsidenten ruft uns Juristen zu. Du, juristische Abteilung, hast keine Zukunft. Und wenn doch, dann keine richtige. Das ist brutal formuliert, aber die Sparquoten wirklich umübersetzt würde bedeuten, dass wir zwar leben dürfen, weil die Politik es so wollte, aber wir werden definitiv nicht überleben. Ja, das Schlagwort selber hat erstmal mit den Sparmaßnahmen nichts direkt zu tun, sondern ganz im Gegenteil. Das Präsidium hat in seinen Zahlen für jedes Jahr 500.000 Euro, circa steht davor, zurückgelegt, um die Zergliederung, Zerschlagung, Neugliederung zu finanzieren. Das heißt also, das kostet erstmal Geld und das sind nur die Gelder, die zentral der Fall sind. Natürlich ist das intern auch so. Ja, also erstmal gibt es einen Rechtsanspruch auf Studierbarkeit. Das heißt, wenn sie hier angenommen wurden, müssen wir uns darum kümmern, dass ihr Studium auch sinnvoll zu Ende studiert werden kann. Die Frage ist ganz konkret, wollen wir was machen? Wollen die Studenten was machen? Wollen die Studenten klar argumentieren, so geht es nicht. Und dann ist die ganz konkrete Aussage, dass wir aus meiner Sicht nicht in die Stadt gehen müssen, vor dem Ministerpräsidenten demonstrieren müssen. Wir müssen zum Präsidium gehen und vor dem Präsidenten demonstrieren. Weil das ist aus meiner Sicht unser Ergebnis.